Weiter geht's mit Man's Classic Physik. Das ist die Klasse, die momentan, glaube ich, am meisten boomt, wo die meisten rein wollen. Da geht's um brutale Muskeln, um brutale Linie, Symmetrie. Jungs, uns interessiert natürlich erstens, wer seid ihr? Was waren eure besten Titel bisher und wie habt ihr euch qualifiziert? Ich gebe euch das Mikrofon, dann verdecke ich auch nichts von euch. Ja, mein Name ist Florian Anders. Ich bin 24 Jahre jung. Das ist jetzt meine erste Saison beim DBFV. Ich habe dieses Jahr bereits 3 Wettkämpfe bestritten. Die internationale Fränkische Meisterschaft, den Rheinland-Pfalz Cup und letztes Wochenende die Berliner Meisterschaft. Ja, glücklicherweise konnte ich alle direkt gewinnen und habe mich dann auf der Berliner Meisterschaft qualifiziert und habe jetzt die Ehre, hier heute zu stehen. Sehr gut. Kollege? Ja. Ich bin Simon Gerlach, das ist auch meine erste richtige Saison quasi. Ich war 2014 mal bei Cologne Beach und habe für Buddy Extreme mal auf der Bühne gestanden in der Badehose. Durfte mal Wettkampfluft schnuppern. Ansonsten habe ich mit der Classic Physik jetzt quasi Bodybuilding im Wettkampfbereich für mich wiederentdeckt, weil ich relativ groß bin, so wie Flo auch. Für uns ist es immer recht schwer, sehr viel Masse drauf zu packen und es ist halt auch nur ein Weg hin. Und es gibt keinen Weg mehr zurück in kleinere Klassen, ne, weil man meistens dann halt auch massig aussieht. Ne? So, genau, genau. Wir können halt mit einer, ich sag mal, respektablen Masse und einer schönen Linie auch noch normal im H&M ein paar Klamotten einkaufen und können trotzdem im Schwimmbad beeindrucken. Ne? Also wir decken quasi alles ab, bringen so das Klassische ein bisschen wieder. Ich habe mich jetzt mit einem Titel hier qualifiziert, mit dem Hessenmeistertitel. Hessenmeister wollte ich immer schon mal gerne werden im Bodybuilding. Hat direkt auf Anhieb geklappt und jetzt stehen wir hier bei der Deutschen Meisterschaft. Genau. Der Hessenmeister ist immer ein hervorragender Titel, um sich zu qualifizieren, weil ich bin nämlich auch gebürtiger Hesse. Und mein erster Wettkampf war 1993, die Hessische Newcomer-Meisterschaft, die ich auch gewonnen habe, damals in Darmstadt. Und ja, so fing es an. Ich bin natürlich 3 Tage älter wie ihr, aber das brauchen wir jetzt hier gar nicht zu erwähnen. In dem Sinne, wie seid ihr mit eurer Anreise, mit eurer Form heute zufrieden? Was muss noch passieren, damit ihr meint, es klappt morgen und ihr seid absolut ready? Ja, meine Anreise, ich komme aus Hamburg, also war ziemlich langwierig. Natürlich mit zahlreichen Pinkelstopps, wie das halt so ist. Ne? Das zieht sich. Nee, aber jetzt bin ich froh, dass ich hier bin. Jetzt nur noch Füße hochlegen, entspannen, Stress vermeiden und dann sollte das morgen passen. Super. Ich bin da zuversichtlich. Ja, also ich komme aus Kassel. Das heißt auch über 3 Stunden gefahren. Ne? Jetzt heißt es laden, 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 dass wir morgen eine geile Show abliefern können, ja, und schön prall auf der Bühne stehen. Das freut mich natürlich wahnsinnig. Kassel-Walter-Hecker-Schule bin ich in die Zimmererschule gegangen. Kennst du wahrscheinlich. Von dem her, siehst du mal, wir haben Parallelen im Leben. Und Jungs, ich drücke euch die Daumen. Zeigt uns bitte noch ein paar Posen, weil ihr seid so monstermäßig klasse aus. Mit der Größe ist auch für mich beeindruckend. Geht ein bisschen rüber ins Licht und Feuer frei. Oh, schöne Beine. Verdeckt euch nicht so gegenseitig. Okay. Und nochmal eine. Vakuum. Jawohl, die erste Vakuum heute. Okay, und noch eine klassische Pose. Mega. Okay, danke. Vielen Dank.